Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil Zero mit Rebecca und Billy. Wir haben zuletzt hier gespeichert und ich habe auf Stream mal geschaut, wo wir lang müssen. Wartet, ich nehme mal die Maus raus. So. Mit der Bazooka. Es wird für mich immer eine Bazooka bleiben. Mit dem Granatwerfer ausgerüstet und mit Billy im Schlepptau. Was hat der eigentlich noch? Ah, der hat noch einmal Heilung. Das ist cool. Pass mal auf. Dann machen wir das wie folgt. Scheiße. Er hat die Mollys jetzt, okay? Okay. Ich habe mal geguckt, wo wir lang müssen. Allerdings, scheiße, ich weiß jetzt nicht, wo wir von hier aus lang müssen. Das ist ja jetzt sehr professionell schon wieder gewesen. Ach so. Warte mal, was ist, liegt denn da unten noch? Die Magnum liegt da noch, okay. Warte mal, wie kommen wir denn jetzt dahin? Doch, mit dem Fahrstuhl. Genau, das ist korrekt. Wir müssen in den Fahrstuhl. Und wehe, Billy kommt nicht mit. Du kommst jetzt mit in den Fahrstuhl rein hier. Jetzt robbt euch mal ein bisschen zusammen. Jetzt habt euch nicht so. Sonst sehe ich doch auch hier immer, wenn ich die Aufnahme beende, wie dann rumgekuschelt wird. Wird das eigentlich so ein Liebespaar-Szenario? Sicherlich, ne? Die beiden, das sehe ich doch jetzt schon vor mir. Die können uns doch nichts vormachen. Das wissen doch schon alle. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Ich weiß, dass wir in den anderen Speicherraum rein müssen. In den halt, wo ich auch die Magnum hingeschmissen habe. Dann müssen wir uns dort den Weg durchbahnen. Genau, und zwar müssen wir hier rein. Ja, ich glaube, jetzt müsste ich es finden. Jetzt dürfte es nicht so ein großes Problem geben. Ich hoffe nur, dass uns nicht nochmal so ein Frosch anspringt. Das fände ich doch dezent ungeil. Was ist denn eigentlich hier? Hä, hier kann man eine Leiter hochklettern? Seit wann das denn? Konnte man da schon immer eine Leiter hochklettern? Konnte man da schon immer eine Leiter hochklettern? Wieso liegt mir so viel Heilung? Moment. Okay. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Wir wechseln mal zu Billy. Der lebt noch. Das war's. Warte mal, Rebecca, bleib mal stehen. Ach, scheiße, hier wäre auch so ein Tank gewesen. Oh, für die Batteriensäure. Ach, Leute. Scheiße, wieso bin ich denn da noch nie hochgeklettert? Okay, Untersuchungsbericht 2. Wir hätten schon längst mit diesem Loch fertig sein sollen. Als alles begann, hätte niemand erwartet, dass es zu einer solchen Schlacht kommt. Niemand hat uns gesagt, dass diese Wesen uns angreifen würden. Die Bosse haben sicher auch nicht damit gerechnet. Die Dinger im Wald haben einfach Leute angegriffen. Das hat jemand geplant. Das Virus wurde zweifellos absichtlich freigesetzt. Aber die Wächter, unsere Kameraden, müssen noch da sein. Wie auch immer, darum sage ich mir, darum muss ich mich auch nicht mehr sorgen. Ich muss überlegen, ob ich mich selbst oder einen Freund mit meiner letzten Kugel töte. Nur diese Entscheidung steht mir bevor. Ja, der hat anscheinend sich selber gerichtet, so wie es aussieht. Kriegen wir noch Munition? Nee. Aber die Heilpflanzen, das ist ja jetzt scheiße. Ich habe gar nicht so viel Platz. Ich habe gar keinen Platz. Ach, scheiße. Ah, doch. 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 Wir haben so viel Platz. Das sollten wir hinkriegen. Klar, sie mischt die einfach schnell zusammen. Ist kein Thema. Okay, wir machen mal austauschen, ja. So, und sie legt jetzt einfach mal ihre Knarre hier hin. So. Und dann sammeln wir die beiden mal ein. Und dann mischen wir die halt so schnell zusammen. Ist halt jetzt auch kein großes Drama, würde ich mal behaupten. Weil, ja. Scheiß drauf. So. Dann mal wieder her mit der Pistole. Ja, danke schön. Und wir haben keine Muni mehr, ne? Das wird lustig. Komm mit, Billy. Okay. Ja, wir möchten wieder runterklettern. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen. Aber da war das Rote und ich, blöde Kuh, renn zurück in diese Forschungsanlage. So eine Scheiße. Aber na gut, das haben wir jetzt auch geklärt.
Schön, dass wir das mal noch mitgenommen haben. Ach Mann. So, was ist hier los? Ach, hier waren die beiden Zombies, ne? Ja. Okay, hier ist der Safe-Raum. Hier liegt eigentlich nichts mehr, was wir großartig jetzt brauchen, außer die Magnum. Aber dass wir die Magnum zurücklassen, das ist erstmal sehr schmerzhaft, muss ich dazu sagen. Es schmerzt mich sehr. Ach, aber naja, was soll's. So, dann müssen wir hier lang. War das hier? Nee, war es nicht. Aber wo die Todesegel waren, wo sie nicht alleine stehen durfte. Weil das so gefährlich ist. Also wir wissen ja, dass die Egel einen ansaugen, aber es ist ja nichts passiert. Aber naja, gut. Okay, was passiert? Okay. Da ist erstmal nichts weiter gewesen. Jetzt müssen wir hier irgendeinen Aufzug nehmen. War das hier? Ja, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Wir sind richtig. Ich freue mich voll, dass wir mal richtig sind. Gell, Billy? So. Dann mal ab und dann durch den Raum hier nämlich. So. Was mir übrigens aufgefallen ist, ist, dass die Karte tatsächlich die Gegenstände anzeigt, die wir selber abgelegt haben, aber nicht die, die wir da noch theoretisch finden können. Ach, scheiße. Okay, die dürften jetzt eigentlich nicht eingezeichnet sein, ne? Nee. Deswegen, die stehen da regulär und die werden uns dann auch nicht angezeigt. Was ich aber allerdings ganz gut finde. Kommst du mit? Hier kommt doch bestimmt noch mal so ein Frosch, oder? Naja. Zum Glück nicht. Dieses Todesding. Kommst du mit, Billy? Ich warte lieber, bis er hochgeklettert ist, bevor uns wieder irgend so ein Blödsinn passiert. Okay, Karte gucken. Zwei Räume, die zu sind, okay. Muni, die wir nicht mitnehmen können. Geil. Warte mal. Ich möchte nicht, dass sie schießt. Das ist nämlich, wäre nämlich extrem doof. Ich lasse ihnen das machen. Oh, das ist ja einer von denen. Okay. Die gehen mir nämlich gehörig auf den Geist. Nummer eins. Kommt da noch wer? Die Tür wurde aufgeschlossen, okay. Ach, das ist dann das Gegenstück zu der, wahrscheinlich in dem Raum da. Ja, super. Und hier müssen wir bestimmt die Keycard benutzen, oder? Das ist ein Magnetkartenlesegerät. Hat sie die oder hat er die? Er hat die. Okay, dann benutzen wir die doch einmal. Ah, jetzt steht da wieder ein Millimeter nicht dran, beziehungsweise 8 Meter. Rebecca! Ah! So. Die benutzen wir mal ganz fesch. Das Schloss wurde geöffnet. Diese Karte brauchten sie nicht mehr wegwerfen. Ja, bitte. So, jetzt holen wir uns aber erst noch wunderschön die Munition. Aber das müssen wir ein bisschen anders machen, fürchte ich. Sie gibt ihm... Nein. Ugh, nein. Wie ist denn hier die Steuerung, verdammte Scheiße? So. Bleib stehen. Hat das eigentlich was damit zu tun? Ist es wichtig, dass da hinten 3805 und Downson dran steht? Nö, ne? So. Wenn das ein 15er ist, dann müssten wir den komplett... Jawoll. Ich liebe es, wenn was klappt. So, und jetzt lassen wir uns von Billy einfach unsere Granaten wiedergeben und dann ist das gut. Na, nein.
Ach, ist ja schön, dass man hier angeben kann, wie viel man haben möchte von allem, aber manchmal ist es auch schwierig. So, und dann nehmen wir mal die Shotgun-Muni. Yes, so sieht das gut aus. So will ich das sehen. Was hat sie denn da gerade in der Hand? Ihre Pistole, ihre ganz normale, okay. Das kombinieren wir gleich mal, dass er dann nicht so leer dasteht. Und wir wechseln wieder zu ihr. So, hat sie jetzt beide Heilung? Nee, hat sie nicht. Okay. Komm mit. Ja. Er sagt nicht nur ja, komm auch mit. Okay. Nein. Let's go. Ja. Okay. So. Meine Güte. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was hinter dem Raum ist. Ach du Scheiße. Okay, langer Gang des Todes mit Tod und Verderben. Scheiße. Okay, nee. Hier kommt doch gleich was angesprungen. Erzählt mir doch nichts. Nee, hier kommt gleich was angesprungen. Was ist denn da? Da hinten sehe ich schon mal was blinken. Das ist schon mal sehr vertrauenserweckend. Aber es könnte auch eine voll fette Falle sein. Magnum-Geschosse, die wir nicht mitnehmen können. Wieso finden wir hier Magnum-Geschosse? Und ich habe die Magnum liegen lassen. Okay, merken wir uns erstmal. Oder was wir mal machen könnten, ist, wenn wir es aufgesammelt haben und es dann wieder hinlegen, dann sehen wir es ja auf der Karte. Das heißt, ich nehme das mal mit. Ja, danke schön. Und jetzt legen wir es einfach hier wieder hin. Ne, so müsste das doch eigentlich klappen. Jetzt müssten wir es auf der Karte sehen. Ja, wunderschön. Das hätte ich mit den Pflanzen theoretisch auch machen können, aber wir haben ja nicht immer so viel Zeit für jeden Blödsinn hier. Ach, das mit dem Inventar ablegen und sowas, das ist schon geil, aber es, diese, ich sag mal, unsere Kistenkommunikation aus den anderen Teilen gefällt mir irgendwie besser. Und es folgt eine Katze. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Research. Wesker. Birkin. However, something wondrous happened. It took the T-Virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die! So geht's mir auch nach der Party. Ach du Scheiße. Hilfe. Hilfe? Okay, nein, 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 komm. So, er rüstet auf jeden. Ausrüsten nicht mit. Was?
Okay. Okay. Okay, 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 okay. Jetzt geht's. Boah, Alter, das Fimbal legt aber ganz schön los, ne? Okay, warte. Okay, beide auf ziemlich unterster Warnung. Lass sie runter! Okay. Komm, bitte. Oh. Okay. Und ich kann jetzt auch nichts austauschen, das ist natürlich genial. Komm, Billy, nimm mal... Scheiße. Okay. Okay. So, nein! Scheiße! Komm. Komm schon! Scheiße, sie ist tot. Fuck! Was zum... Resident Evil. Okay, ich sag mal so, ich habe da jetzt einen ganz schönen Standkampf draus gemacht. Muss man der Ehrlichkeit halber gestehen. Ah, jetzt sind wir ja wieder in dem scheiß Kontrollraum. Oh, scheiße. Okay. Jetzt muss ich ja da wieder hinlatschen. Oh. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Okay, wir machen es wie folgt. Ich werde hier erstmal einen Cut setzen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich kurz bevor dem Kampf sozusagen, also kurz bevor der Kampf startet, wenn wir dann da hocken. Ich werde ein bisschen Heilung mehr mitnehmen. Wir haben ja oben jetzt Heilung gefunden, mehrmals. Und ich denke, das ist dann ganz gut, wenn wir das so machen. Alles klar, dann danke fürs Zuschauen und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's immer noch mit Resident Evil Zero. Und ich starte nur gerade meinen Zeit-Timer nochmal neu. So. Ja, ich hab's nochmal gewagt. hab mich ausgerüstet. Ihr seht jetzt, die Ausrüstung ist diesmal ein bisschen anders. Ich habe Billy tatsächlich die Magnum mitgegeben und die Shotgun. Und sie hat die Bazooka, nein, den Granatwerfer. Ich hoffe, dass das so klappt, ey, ohne Scheiß. Ich habe sie mit einem Kraut gleich geheilt, das andere haben wir jetzt so noch im Inventar. Falls irgendwas ist, ne? Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Die Molotovs habe ich erstmal rausgenommen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das dem Fieger keinen Schaden macht. Ah, Leute, das... Ich habe mal so überlegt... Ich habe mich jetzt gar nicht umgeguckt, ob wir irgendwie irgendwas in dem Raum an sich machen müssen. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen rumlaufen, das wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Erstmal, das können wir wegdrücken. Wow! Das hat sich voll nach einem Todesschuss angehört. Billy, verballer nicht alles, was wir haben. Warte mal, was ist denn da? Warte mal, was macht denn das Vieh? Wow, nee! Scheiße, nee! Lass Billy, nein! Scheiße, lass Billy runter! Du Miststück! Du hässliches Stück. Wir wechseln mal zu Billy, der sich jetzt mal besser heilt. Wow. Na super. Das geht ja schon mal sowas von super los. Oh, shit. Keine Muni mehr. Ach, fuck. Okay. Können wir jetzt gerade nicht machen mit ihr? Okay. Was das? Ich glaube, ich bin schon wieder zu optimistisch. Kann das sein? Scheinheilig nachfragen, ob es das jetzt schon war. Warte mal, können wir ihm jetzt nicht einfach was geben? Nee, können wir nicht. Scheiß. Billy, du machst das schon. Tschüss. Oh, scheiße, wo renne ich denn hier hin?
Das war nicht mit Absicht, Leute. Das war einfach ein... Oh, ja, 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 ja. Puh, holy shit. Puh, oh. Okay. Rohrschlüssel, ja bitte, nehmen wir mit. Und was liegt da? Doch hoffentlich Munition und Heilung als Ersatz für den ganzen Scheiß hier. Dieses Objekt können sie nicht tragen. Das ist super. Billy, mach du. Boah, Alter. Okay, es war ein leichter Fail. Muss ich gestehen, aber... Naja. Ah, scheiße. Wir wechseln zu ihm. Wir gehen jetzt nämlich nochmal ganz kurz raus vor die Tür und holen uns unsere Knarre wieder. Ich habe nämlich die Pistole ja draußen vor der Tür liegen lassen. Das fangen wir gar nicht erst an, dass ich das vergesse. So. Da haben wir unsere Knarre wieder. Hoffentlich finden wir noch ein bisschen Money, ey, ohne Scheiß. Hoffentlich finden wir noch ein bisschen Money. Und das Spiel ist anscheinend noch nicht vorbei. Das war jetzt nicht der Endbosskampf. Was mich sehr beunruhigt. Aber na gut, sehen wir uns erstmal ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja hier noch was Hübsches für uns. Außer ein Haufen süßer kleiner Igel. Na, das sieht ja hier nicht sehr rosig aus. Ach, hier hätte man das viel rumlocken können, wa? Und hier liegt nochmal Magnum-Munition. Na super. Ach, verdammt. Naja, gut, macht ja nichts. Wir haben es ja so hingekriegt. Ist ja jetzt kein großes Ding. Hätten wir irgendwas mit dem Ofen machen können? Dass wir das Vieh irgendwie dahin locken oder so? Und dann mit Feuer... Moment mal, beide haben jetzt den Schlüssel, ne? Durch Zufall habe ich das tatsächlich schon so gemacht. Das ist nice. Aber das hier sparen wir erstmal ein bisschen Platz. Indem wir mal den machen. Genau, was sie jetzt unbedingt macht, ist, sie gibt ihm mal eine Heilung. So, wunderbar. Dann hätten wir das geklärt. I'll go check over there. Okay. Dann benutzen wir hier mal den Schlüssel. Und wechseln zu ihm. Und benutzen dann hier mal den Schlüssel, obwohl ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst habe, was uns jetzt erwartet. Aber wir haben ja 8 Schuss mit der Magnum. Haben jetzt eigentlich viel verbraten? Ja, ne? Das war schon ordentlich. Das war schon ein Brandmagazin, dann nochmal... mehrere Schüsse Säuregranaten und die gesamte Magnum-Munition. Und Shotgun-Munition. Oh, oh Gott. Hey, Errungenschaft freigeschaltet. Immobiliensachverständiger. Hm? Und wir finden Munition. Das ist gut. Das deute ich erstmal als gut. Haben wir noch hier irgendwo Platz im Inventar? Sie hat Platz. Okay, dann speichern wir erstmal ab. Obwohl, nee, wir gucken uns erstmal den Raum an. Passieren kann ja hier erstmal hoffentlich nichts. Okay, hier ist ein Fahrstuhl. Liegt hier noch... Oh! Oh, 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 ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich freue mich. Oh, wie geil. Oh, wie geil ist das bitte? Okay, das ist schon nice. Ne? Das ist nice. Da bin ich schon dezent glücklich jetzt. Ach, schön. Geil. So, sacken wir erstmal ein. Wieso finden wir plötzlich so viel Heilung? So das ganze Spiel über, halb auf dem Zahnfleisch gelaufen. Und jetzt kriegen wir es praktisch hinterhergeschmissen, kriegen wir es. Also richtig hart hinterhergeschmissen. So. Dann sammelt sie nochmal die Granaten ein. Ich ahne, dass wir so langsam dem großen Finale näher rücken. Ja, was soll ich denn jetzt damit machen? Müssen wir erstmal so machen. Geht nicht anders. So. Dann nehmen wir uns das mal. Oh, aber zweimal noch Erste-Hilfe-Spray. Das ist schon anständig, Leute. Das ist anständig. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich muss es ja eh nochmal loswerden. Aha. Ja, legen wir ab. Egal. Wir brauchen hier die Farbbänder. Yep. Deswegen habe ich auch keine mitgenommen. Es sind ja immer in einem Speicherraum dann auch nochmal Farbbänder. Und das ist das Gute daran. Und dann speichern wir erstmal ab. Boah. Puh.
Das ist geil. Das ist extrem geil. Und jetzt können wir gucken, was uns erwartet. Ich nehme nur an, dass es nicht mehr lange dauert. Ich habe schon 37 Mal abgespeichert. Oh Gott, oh Gott. So. Dann legen wir die mal wieder weg. Jawohl. Und sammeln das da wieder ein. Und dann würde ich sagen, beende ich hier erst einmal den Part. Yay. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.